schwerwiegender Zwischenfall im türkischen Fußball, das Pokalderby zwischen Besiktas Istanbul und dem Stadtrivalen Fenerbahçe ist am Donnerstagabend abgebrochen worden, weil Besiktas Trainer Şenol Güneş aus dem Fenerbahçe-Fanblock mit einer Sitzschale beworfen wurde und dabei eine blutende Kopfverletzung erlitt. Güneş wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, wo die Wunde mit mehreren Stichen genäht werden musste. Das Halbfinalrückspiel wurde von Schiedsrichter Kalkeven nach 20-minütiger Unterbrechung beim Stand von 0:0 endgültig abgebrochen. Halbfinalrückspiel im türkischen Pokal zwischen Fenerbahçe und Besiktas ist beim Stand von 0:0 in der zweiten Halbzeit abgebrochen worden, nachdem Besiktas-Trainer Şenol Güneş aus den Zuschauerrängen von einem unbekannten Gegenstand getroffen wurde. Er ist auf dem Weg ins Krankenhaus. pic.twitter.com/nf1fp06if Göksel Uzunoglu @10 Gökhide, 19. April 2018. Allerdings war dies nicht der einzige Aufreger im Spiel der beiden Erzrivalen. Besiktas Verteidiger Pepe sah bereits nach 30 Minuten nach einer Grätsche die rote Karte. Offensiv stark war Esma, wurde derweil von Zuschauern während des Spiels mit Feuerzeugen und Schlüssel beworfen. Die Partie wird nun höchstwahrscheinlich für Besiktas gewertet werden, das nach dem 2:2 im Hinspiel somit am grünen Tisch ins Finale gegen Akisar Belediyespor einziehen würde. Das Endspiel findet am 14. Mai in Diyarbakır.